So, mal die Musik leiser machen. Herzlich willkommen zu dem Video. Ja, es geht mal wieder los. Diesmal auf eine kleine Radreise. Ich bin jetzt in der Nähe von Neustadt an der Ostsee. Fahre zu Zuschauern, die mir angeboten haben, dass mein Auto dort parken kann. Das ist südlich von Heiligenhafen. Und dann will ich heute noch weiterfahren, etwa 30, 40 Kilometer bis nach Puttgarten. Und dort auf den Campingplatz gehen. Ich glaube nicht, dass ich heute noch die Fähre nehme. Ich habe noch einen ganzen Vormittag gebraucht, um zu packen. Und ja, ich freue mich. Wollte nach Kopenhagen fahren und mir da mal die Infrastruktur angucken. Die Fahrradinfrastruktur natürlich. Es heißt ja, das soll die Referenz-Fahrradstadt überhaupt sein. Und davon wollte ich mich selber mal überzeugen. Mich hatte Rainer mal angeschrieben, Rainer und Heide, die wohnen in Kremersdorf, wie das heißt. Ja, und haben mir dann geboten, dass ich da mein Auto stehen lassen kann. Das ging jetzt zwar auch auf Fehmarn, da gibt es auch so eine Parkgebühr für eine Woche für 20 Euro, aber muss ja nicht sein. Ja, ich bin leider mit dem Auto unterwegs, wäre zu gerne mit dem Zug gefahren, aber aufgrund des 9-Euro-Tickets hast du ja keine Chance, da irgendwo noch reinzukommen. Hi. Ja, alles klar, dann mal schauen, wie es weitergeht. So, bin inzwischen hier bei Rainer und Heide angekommen. Ja. Kaffee genossen, mein Auto geparkt und habe sogar Luft bekommen. Super. Genau. Erste danke. Hilfe und gute Reise nach Kopenhagen. Ja. Danke. Ja, einfach wieder schön auf Tour zu sein. Ich habe jetzt etwa 90 Kilometer bis Puttgarten. Bin dann auf dem Campingplatz. Wo? Ich dachte, es sind eigentlich mehr. Es sollten eigentlich 34 sein. Muss ich noch mal mein Ziel überprüfen. Ah, herrlich. Bestes Wetter und Träumchen. Ja, musste doch mal kurz anhalten. Ich bin jetzt etwa eine Viertelstunde gefahren und merke schon, wie du die Erholung einsetzt. Also mit dem Autofahren ist schon Erholung, aber nicht auf der Autobahn. Irgendwie ist das erst das Radfahren jetzt. Macht so richtig wieder schön frei im Kopf. Ja, und ich bin ganz stolz, ich habe es geschafft, mein Rad so zu packen, dass ich die hintere Tasche gar nicht brauche. Ja, ist nochmal ein Unterschied. Und den zweiten Akku habe ich auch nicht dabei. Flachland, notfalls trete ich zu Fuß. Ja, einfach geil. Mit nur 5 Taschen statt 6. Cool. Ja, die große hat ja, glaube ich, 30 Liter, 40, 50 Liter. Und ich weiß auch nicht, warum ich noch meine Freizeitsachen anhab. Wollte mich da jetzt auch nicht mehr umziehen. Jo, dann gehen wir weiter. Nee, da fahre ich lieber auf der Straße jetzt hier. Hab mein Radar angemacht. Dann sehe ich auch so ein bisschen, was von hinten kommt. Das ist schon wieder richtig klasse jetzt. Richtig klasse. Und es liegt auch so ein feuchter Duft in der Luft. Gestern hat es hier richtig fett geregnet. In Hamburg übrigens auch. So gesehen hatte ich natürlich voll Glück und ja, die Luft ist entsprechend gut, aber nicht zu luftfeucht. Angenehm, ich glaube, es sind jetzt so 24 Grad, 23 Grad, ideal. Und es gibt viele Insekten jetzt. Also ohne Brille wäre es jetzt schlecht zu fahren. Ja, ihr hört sicher das Klacken. Bin ich richtig? Ja. Ihr hört sicher das Klacken. Komme ich später noch mal hinzu. Nervt, nervt. Aber damit muss ich jetzt leben auf dieser Tour. Ja, ich bin doch heute um 13 Uhr pünktlich losgekommen, so wie ich mir das vorgenommen hatte. Ja, ich habe etwa 4 Stunden gebraucht, um mich fertig zu machen. Alles zusammenzupacken, von null an. Ich habe doch auch einige Taschen oder Innentaschen wiedererkannt, die ich letztes Jahr zum Beispiel für meine Elektronik-Sachen verwendet hatte. Wusste ich schon gar nicht mehr, wo ich die genau drin hatte. Und ja, ich denke, ich habe alles am richtigen Platz und finde alles schnell wieder.
Und habe nichts vergessen vor allen Dingen. Das wird sich ja immer dann auf so einer Tour herausstellen. Ja, ich habe relativ gespart. Also ich habe jetzt hinten, wo muss ich lang? Geradeaus. Ich habe es geschafft. Immerhin habe ich es geschafft, auf meine Backroller, also diese große Quertasche, die schwarze, zu verzichten. Ich habe alles in meinen zwei hinteren, zwei vorderen und der Lenkertasche untergebracht. An Klamotten habe ich gar nicht mehr so viel dabei, aber Elektronik halt. Das, ich habe keine Drohne dabei. Auch den zweiten Akku habe ich zu Hause gelassen. Das werde ich auch so hinkriegen. Ja, ich hatte ja gerade erzählt, dass die Luft hier so gut riecht. Etwas feucht. Mir ist jetzt klar geworden, was das ist. Ich bin hier ziemlich nah am Meer. Links ist Wasser und rechts. Also ich fahre jetzt auf die Spitze zu und hier weht halt der Wind einmal quer rüber vom Meer. Ah, gut. Ich habe das Meer noch gar nicht gesehen dieses Jahr. Ich hatte gerade eine Frau getroffen, auch mit Gepäck unterwegs. Ich war ein bisschen verzweifelt, weil sie keine Ausschilderung gesehen hat. Ja, ich fahre jetzt direkt auf die Fehmarnbeltbrücke zu. Ich weiß nicht, ob man das auf der GoPro sehen kann. Ja, ich schleiche mich so langsam an die Fehmarnsundbrücke an. Ich kann sie gerade schon erkennen. Ich kann leider nicht schneller fahren, weil das hier nicht ganz so geleckt ist wie die Via Claudia Custa in Südtirol. Man muss hier ein bisschen mit der norddeutschen rauen Art klarkommen können. Ah, da ist die Brücke. Dann soll ich da mal irgendwie hochkommen. Ja, das war wieder Matthias Planung. Ich habe beim Start einfach Finger auf die Karte getippt, ich will hier an die Brücke. Bin ich auch, aber leider unten und nicht oben. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich diesen langen Weg fahren muss. Muss ich ja, ich kann ja nicht hier die Rampe hoch. So, bin jetzt etwa einen Kilometer gefahren, dachte, Mist, hier gibt es einen Zaun. Aber nee, hier kann man offensichtlich durch. Tür ist offen. Ja, der perfekte Radweg. Da kommt Urlaubsfeeling oder Inselfeeling schon mal auf. Ja. Ja, hier musste man tatsächlich kurz anhalten, um entgegenkommende vorbeizulassen. Ja, die Brücke wird jetzt saniert. Ich hoffe, dass sie hier auch ein bisschen was für die Radfahrer jetzt tun. Weil wollen viele nach Fehmarn auch Radfahren. Ja, Heide und Rainer erzählten mir, dass hier keine Bahn mehr fahren seit letzter Woche. Aber hier ist gerade eine drüber gebrettert. Die Autos dürfen ja auch nur 30 fahren. Ja, ich weiß gar nicht, was ist, wenn der Tunnel fertig ist. Da wird wahrscheinlich eine neue gebaut oder eine zusätzliche. Weiß ich gar nicht. So, bin jetzt über die Brücke. Das ging ja rucki zucki. Und immer noch mal einen schönen Blick aufs Wasser. Und ich fahre jetzt da runter. Ich will ja nichts verherrlichen, aber ich finde die Insel langweilig. Ich war hier vor ein paar Jahren mal auf dem Campingplatz, als ich meinen Wohnwagen hatte. Hab mal verlängertes Wochenende hier verbracht, bisschen auch mit dem Rad rumgefahren. Die ist halt flach, ne? Guckt man gerade einen Meter aus dem Wasser. Ja, ich fahre jetzt hier einmal durch. Mal schauen, vielleicht bin ich am Ende doch eine andere Meinung. Ja, und Radwege sind hier auch Straßen. Nein, das ist schon Meckern auf hohem Niveau. Ach, hier unten besser. Ja, diesen Trockensprengstoff oder Schmiermittel. Den muss man schon öfter mal anwenden. Hatte ich, glaube ich, vorgestern erst. Ja, aber so ist das.
Den sollte man nach Hause nehmen, bevor man losfährt. So, bin jetzt in Burg und guck mal, vielleicht finde ich noch eine Eisdiele oder sowas. Oder ist mein Brot da auf irgendeinem Bänkchen. Ich hatte unter anderem Campingplätze und auch Lagerstationen als POI, also Points of Interest, angegeben bei Osman. Und er hat mir gerade angesagt, sie passieren eine Ladestation. Nice, echt nice. Doppelleiche, ist ja genau mein Humor. Doppelleiche. Wir haben mir jetzt noch ein Eis geholt. Eisdiele Venezia. Ich meine, ich habe auf Deutsch gefragt, ob ich mit Google Pay bezahlen kann. Das mache ich ja immer gerne. Und ich meine, no, only cash. Ich sage, ich spreche auf Deutsch. Also, wir wollten partout mit mir auf Englisch reden. Naja. Ich habe halt bar bezahlt. Ja, wunderbar. Also die Stadt ist echt super für Autoverkehr und so. Also kann man hier gut fahren. Ja, ich habe mir das Dörfchen schon mal angeguckt. Also muss ich jetzt nicht noch mal reinfahren. Ja, ich habe mir Burg auch schon mal angeguckt. Ich fand es sehr touristisch. Und die Verkäufer sind irgendwie etwas unfreundlich. Kann sich geändert haben. Aber mir geht's gleich weiter. Ist mir so ein bisschen ein Rätsel, warum die hier nicht die Straße autofrei machen. Ah, ich habe den Radweg gefunden. Hier fährt man entgegen der Richtung. Auf dem kleinen Streifen von 1,50 Meter. Naja, ich freue mich auf Kopenhagen. Jo, ich bin wieder raus aus Burg. Ja, und mein Eindruck, der hat sich bestätigt. Also Burg muss ich nicht haben. Viele Leute, viele Autos. So gut wie keine Radwege auf der Straße. Schlecht ausgezeichnet. Auf jeden Fall freue ich mich auf Dänemark und auf Kopenhagen. Bin gespannt. Wird sicher ein Kontrastprogramm. Was Fahrradfahren angeht, ne? Das ist ja meine Intention, das mal herauszufinden. Ab in die Baustelle. Ja, aber hier ist der Radweg. Erste Sahne. Gut an der Landstraße, aber macht nichts. Sehr schön. Glatt wie ein Kinderpopo hier. Nur noch 1,5 Kilometer bis zum Campingplatz. Bis Puttgarten zumindest stand dran. Oh, meine Cousine Christine hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Vielleicht kennt ihr sie noch aus Teil 6 meiner Radreise 2021 via Claudia Augusta. Hey Matthias, nur ganz kurz. Ich freue mich, dass du da dein Eis genießt und da jetzt schon mal angekommen bist auf Fehmarn. Das Wetter ist ja wohl prima und ja, nichts mit dem Hitzerekord in Verona zu vergleichen, ganz sicher. Und ja, ich wünsche dir einfach eine gute Zeit und danke, dass du uns wieder mitnimmst. Voll klasse, richtig toll. Danke und viel Spaß. Ja, im Hintergrund sieht man schon die Fähren und hier ist links mein Campingplatz. Da hatte ich gestern schon angerufen. Auto pro Tag abstellen würde 8 Euro kosten. Dann nach 30 Metern rechts abbiegen. Deswegen ist das gut so, wie es gelaufen ist. Rechts abbiegen, dann nach 30 Metern rechts einordnen. So, ich melde mich erstmal an auf dem Campingplatz und hier schauen wir doch erstmal meine Videos an. Ja, gleich auf mehreren Kanälen, damit die Werbung auch hier schön zählt. Ja, cool. Sehr gut. Komm, bau du mal. So, Zelt steht schon. Jetzt einen Stuhl aufbauen. Ja, das Zelt steht und jetzt habe ich mich hier an den Kiosk gesetzt. Das ist, glaube ich, ein Jugoslawe, der es betreibt. Hier kann man auch Döner bestellen. Dönerbox für 6 Euro, Döner-Teller für 15 Euro, 4,50 für einen
Was war das? Ein Erfurter, genau. Ja, über die Preise kann man sich streiten. Soll wohl dieses Jahr richtig teuer geworden sein im Vergleich zum letzten Jahr. Ich kann es nicht beurteilen. Ich freue mich auf die Erfrischung. Bin gerade noch mal nach Burg gefahren. 8 Kilometer oder 8,5 hin, 8,5 zurück. Noch mal eine Kaltschale holen. Und ja, ein bisschen Kaffeesahne für meinen Kaffee morgen. Und überhaupt für die Tage. Ich weiß da nicht, ob ich denn immer einen Kaffee kriege. Und ein paar Joghurts. Ja, lustiges Frühstück ist ja das morgen. So, bin gerade wieder an meinem Platz vorbeigefahren, Campingplatz. So, schau mir doch noch mal das Meer an. Das ist hier gleich direkt am Meer. Ja, da hinten liegen die Fähren ab. Ach, hier ist so ein nettes Plätzchen. Da werde ich mich doch erst mal kurz niederlassen. Oh, ein bisschen durchgeschwitzt, aber ich habe ordentlich reingetreten. Ich muss ja meinen Videoschnittbauch mal wieder abarbeiten. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. War ja eher so ein Anreisetag heute. Aber hat Spaß gemacht. Und ja, morgen geht es ja weiter mit der Fähre nach Dänemark. Und ich bin sehr gespannt auf die Radwege in Dänemark. Ich habe ungefähr 120 Kilometer geplant. Da muss ich mit meinem einen Akku doch ein bisschen haushalten. Aber ich freue mich drauf. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schleich mich so langsam an die Via Cloud. Ja, ich schleich mich so langsam an die Fehmarnsundbrücke an. Jetzt wollte ich eine Ansprache machen. Ausgerechnet jetzt kommt ein Auto. War ja eher ein Anreise. Bin selbst gespannt, ob ich morgens die Kurve rechtzeitig kriege. Meine Stimme. Komm, bau du mal so, auf. Jack steht schon. Jetzt. Ja, dann denke ich, wir sehen uns morgen. Mann, was fasel ich hier wieder. Ja, bis denn. Tschüss.